Harald, kannst Hallo du dich? Oliver. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Alzes Monokel. Werden wir über den Nahostkonflikt, über Israel richtig informiert? Sagen uns die Medien wirklich die Wahrheit? Das ist unser heutiges Thema, Israel und die Medien, Wahrheit und Lüge. Wir haben Zuschauerpost erhalten, da möchte ich jetzt gern vorlesen. Oft scheint es, als versuchten große Teile der deutschen Presse, nicht über die Lage in dieser Region der Welt zu berichten, sondern in der Sache zu entscheiden, wer hat Recht und wer nicht. Journalisten und Redakteure sind nicht mehr objektive Presseleute, sondern werden Richter. Sie beurteilen, wer schuldig ist und wer nicht, wer verantwortlich ist und wer nicht. Und das durch die Wahl ihrer Worte, ihrer Titel, ihrer Fotos und durch die Themen, über die sie schreiben oder berichten. Man kann leider selten von beruflicher Objektivität sprechen. Man engagiert sich, man zeigt sich solidarisch mit einer Seite, man lässt oft seine Emotionen sprechen. Ein anderer Herr schreibt uns, fast täglich wird über Israel in den deutschsprachigen Medien berichtet. Ob Friedensprozess, Regierungskrisen, Terror oder spektakuläre Militäraktionen, ständig gibt es Neuigkeiten, was angesichts der Größe des Landes eigentlich erstaunen muss. Doch bei der journalistischen Gratwanderung fällt die Entscheidung nur allzu oft zugunsten einer auf Gewalt reduzierten Medienberichterstattung. Ja, Wahrheit und Lüge, unser Hingucker. In die Fußstapfen des Märtyrers treten wir, heißt es im Lied. Sie haben ihr Leben noch vor sich, aber sie sollen bereit sein, es freudig zu opfern. So wie ihr Vorbild, Mohammed al-Dura, der Kindermärtyrer. Nicht nur für sie ist unvorstellbar, was inzwischen behauptet wird. Die Szene soll gestellt sein, der Vater nicht verletzt und das Kind nicht getötet. Das Ganze sei eine Propagandafälschung, verbreitet durch den französischen Sender France 2, der Millionen Menschen den Tod des kleinen Mohammed al-Dura meldete, als Tatsache. Nun will France 2 eine Untersuchungskommission unterstützen unter Beteiligung des Präsidenten der Juden in Frankreich. Der Sender ist sich noch immer sicher, keine Fälschung gesendet zu haben. Jedenfalls nicht im Fall al-Dura. In einem anderen Fall musste France 2 gerade eine brisante Panne einräumen, die auf YouTube für jeden abrufbar ist. In einem Nachrichtenfilm über den Gazakrieg wurden Handyaufnahmen gesendet, die angebliche zivile Opfer, darunter viele Kinder, zeigten, die durch einen israelischen Luftangriff starben. Wie im Fall al-Dura benutzte der Sender auch hier ungeprüft arabische Quellen. Diesmal erfolgte eine rasche Korrektur. Gestern haben wir in einem Bericht über die Situation in Gaza Bilder mit einem Kommentar aus Paris gezeigt. Darunter auch 12 Sekunden, die wir als aktuelle Nachricht präsentierten. Tatsächlich waren es Bilder aus dem Gazastreifen, aber aus dem Jahr 2005. Die Redaktion entschuldigt sich für die bedauerliche Verwechslung. Was die Moderatorin den Zuschauern allerdings nicht sagt, tatsächlich zeigen die Bilder Opfer der Hamas, die bei einer versehentlichen Raketenexplosion getötet wurden. Auf diese Weise wird massiv versucht, die Weltöffentlichkeit hinters Licht zu führen, um so die Meinungsbildung beeinflussen und Israelfeindlichkeit generieren zu können. Die Journalistin Esther Shapira beschreibt in ihrem Film Das Kind, der Tod und die Wahrheit ebenfalls solch perfide Vorgehensweisen. Und auch das muss sich jeder bewusst machen, dass wir nicht in einer demokratischen Region dort vertreten sind, sondern dass es eine Diktatur ist, in der natürlich keine wirkliche Informationsfreiheit herrscht. Das gilt auch für die Kollegen, die die Bilder drehen. Harald, wollen wir nicht die Wahrheit erfahren? Sollen uns die Medien nicht die Wahrheit sagen oder das Lügen vielleicht doch erlaubt? Oliver, der Vorwurf der Lüge an die Massenmedien im Westen und auch an die Medien in Deutschland ist ein harter Vorwurf. Mhm. Und ein Vorwurf, der vielleicht in dieser pauschalen Form so nicht gerechtfertigt ist. Und trotzdem steckt ein Kern Wahrheit dahinter. Für mein Dafürhalten ist der Kern Wahrheit der, dass es im muslimischen Bereich und auf der arabischen Seite des Konflikts, dass an dieser Stelle Lügen erlaubt ist. Mhm.
Das ist Teil der Kultur, das ist Teil der Mentalität, vor allen Dingen in Konfliktsituationen, wo dann aus muslimischem Denken heraus die Dschihad-Philosophie greift. Und Teil dieser Philosophie ist es, dass in einer Konfliktsituation es erlaubt ist, zu lügen und zu manipulieren, um die eigene Sache voranzubringen. Gibt es da Beispiele für? Wer sagt das? Ja, ein Beispiel ist das, was wir gerade im Hingucker gesehen haben. Da ist es ja dann auch aufgedeckt worden und auch per Gerichtsurteil bestätigt worden, dass hier eine manipulative Mache in Gang war. Beispiele könnte man unzählige finden. Alleine die Tatsache, dass sich palästinensische Kämpfer oder im weiteren Raum muslimische Armeen oder Kämpfer gerne hinter Zivilisten verschanzen, spricht genau in diese Richtung. Das heißt, die verschanzen sich ja deswegen hinter zivilen Einrichtungen, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, was auch immer, um eine Gegenreaktion auf israelischer Seite zu provozieren, die dann wiederum Bilder auslöst, Bilder, die die Welt schockieren, Bilder, die die Welt einnehmen für die muslimische oder palästinensische Sache und gegen Israel. Brauchen die Medien diese schockierenden Bilder? Sie brauchen sie? Ja, das kommt zum Teil noch dazu, dass die Medien in der Tat dazu neigen, Nachrichten zu bringen, die einen Sensationsgehalt haben, die einen schockierenden Gehalt haben, die Aufsehen erregen. Und dafür sorgen dann Medienmacher auf der palästinensischen, auf der muslimischen Seite, dass die westlichen Medien diese Bilder bekommen. Zum Beispiel durch diese Vorgehensweise mit den zivilen Opfern, die in Kauf genommen werden. Oder auch dadurch zum Beispiel, dass Situationen inszeniert werden, zum Teil bewusst inszeniert werden für westliche Medien. Zum Beispiel Situationen, wo eben dieser palästinensische Junge mit einem Stein in der Hand einem israelischen Panzer gegenübersteht oder ähnliche symbolträchtige Bilder. Hat sich denn der Ruf Israels in der Medienlandschaft verändert? Und wenn ja, seit wann ist das so? Und ja, also nicht nur in der Medienlandschaft, ich denke in der ganzen Öffentlichkeit hat sich der Ruf geändert, sagen wir mal über die letzten 20 Jahre oder so gesehen. Und da ist eben das Bild von dem armen, unschuldigen Palästinenserjungen und der brutalen, hochgerüsteten israelischen Armee zum prägenden Bild geworden. Und es ist ein zutiefst manipuliertes Bild, das Israel in eine Ecke stellt, die, wenn man das Gesamtbild sieht, den großen Rahmen sieht, so sehr ungerechtfertigt ist und absolut einseitig. Warum macht das Israel nicht auch so? Nun gut, Israel steht in einer völlig anderen Situation. Der Palästinenserkonflikt von Seiten Israels gesehen ist ja nur Teil eines sehr viel größeren Konfliktes. Eines Konfliktes, den Israel seit der Staatsgründung und ansatzweise schon davor kämpft. Nämlich Teil einer muslimischen oder in einer muslimischen Welt zu sein von 1 Milliarde Moslems, die im Großen und Ganzen sich alle einig sind dahingehend, dass Israel ein großer geschichtlicher Fehler ist, der ausgemerzt werden muss. Und das ist das große Bild und man kann den lokalen Konflikt nur richtig einordnen und verstehen, vor allen Dingen Israels schwierige Situation, wenn man es im Gesamtzusammenhang sieht. Schauen wir, was unsere Passanten dazu auf der Straße uns geantwortet haben. Film ab. Israel und der Nahostkonflikt. Meinen Sie, dass die Medien objektiv genug berichten darüber? Was glauben Sie? Das ist schwer zu beurteilen, weil man das einfach nicht nachvollziehen kann. Oh, das weiß ich nicht, da bin ich zu wenig Insider. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie in Israel, ich kenne also nicht die Gegebenheiten. Bestimmt nicht. Also ich glaube schon, dass da irgendwie Lobbyisten hinter sitzen, die das ein bisschen manipulieren. Also wie gesagt, ich kriege nicht da so viel von mit. Ich komme auch nicht so viel zum Fernsehen gucken. Deswegen, wie gesagt, kann ich da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Keine Ahnung. Warum nicht? Ich kann mich nicht aus in Israel. Keine Ahnung. Bei dir? Auch nicht. Ich finde die objektiv, weil, oh Gott. Also ich finde das eigentlich cool, dass sie darüber berichten, weil dann sehen auch die Leute hier in Deutschland, wie schlecht es denen einem da in Israel geht. Na, ich denke schon, aber so ganz sollte der Israeli doch so ein bisschen einlenken dort unten, oder meine ich? Ich würde sagen, doch, es wird schon. Ja, ich denke schon. Nee, ich denke nicht. Also man kann das sicherlich nur beurteilen, wenn man tatsächlich da vor Ort ist und die Medien pushen ja sowas meistens auch mal auf und so. Also. Ich glaube nicht. Warum? Also ich denke mal, das liegt an unserer Vergangenheit, dass wir da nicht objektiv sein können. Was meinen Sie, wird objektiv beraten? Nein. Selten. Oder informiert? Selten. Es ist einfach eine schlechte Trennung zwischen Israel
Staat Israel und der Religion der Israelis, ja? Nein. Warum? Weil ich Erfahrung machen musste, dass grundsätzlich nicht objektiv berichtet wird. Nein. Warum nicht? Nein, das sind alles Menschen. Auch die Palästinenser haben die gleichen Rechte wie die Juden. Ich denke, wenn man sich informieren will, kann man sich auch objektiv informieren. ich glaube nicht. Wie sehen Sie das? Das ist schwierig zu sagen. Man weiß halt nie, welche Interessen hinter Berichterstattung stellen. Ja, also teilweise gibt es eine einseitige Berichterstattung, so wie die Passanten auch sagen. Wie interpretierst du diese Aussagen? Ja, also mir ging es jetzt so, wie ich das mitbekommen habe. Teilweise wird die Einseitigkeit wahrgenommen, teilweise wird sie nicht wahrgenommen. Und auch das Nichtwahrnehmen ist für mich schwierig, weil wir ja erleben müssen, auch durch Umfragen belegt, dass ein immer größer werdender Teil der deutschen Bevölkerung zunehmend israelkritisch wird. Mhm. Und ich behaupte, das hat sehr viel mit der Medienberichterstattung zu tun. Und ich möchte nochmal Bezug nehmen auf eine wissenschaftliche Untersuchung. Davon gibt es leider nicht allzu viele. Ich wünschte, da gäbe es mehr davon. Aber eine haben wir im Zusammenhang mit dem Libanon-Konflikt. Und da hat eine weltweit tätige kommunikationswissenschaftliche Agentur die Nachrichtenberichterstattung in Deutschland in Bezug auf den Libanon-Krieg untersucht. Mhm. ZDF, ARD, Hauptnachrichten, die wurden untersucht, über 400 Sendungen wurden analysiert unter der Fragestellung, ob einseitig über den Konflikt berichtet wird, zu Ungunsten Israels oder nicht. Und das Ergebnis ist relativ klar und deutlich, ja, es wird einseitig berichtet. Das ist schon heftig, sage ich mal. Ja, ich finde auch. Die sagen zum Beispiel, dass viel zu wenig berichtet wird über das, was den Konflikt ausgelöst hat, nämlich ein Raketenhagel von Seiten der Hisbollah aus dem Libanon. Eine beständige Bedrohung der Zivilbevölkerung in Israel, die auch Todesopfer und Verletzte gefordert haben. Mhm. Die nehmen viel zu wenig darauf Bezug, dass Israel von seiner Seite aus, die Armee, alles versucht, um die Opfer, die zivilen Opfer, möglichst minimal zu halten. Zivilbevölkerung wird vorher gewarnt. Der Einsatz von Kampfmitteln könnte sehr viel kräftiger sein, aber um des Schutzes der Zivilbevölkerung willen, werden nicht Flächenbombardements oder Ähnliches eingesetzt, sondern wird versucht, auf niedrigem Niveau Gewalt anzuwenden. Mhm. All diese ethnischen Grundsätze der israelischen Regierung zur Vermeidung von Zivilopfern wird in der Nachrichtenberichterstattung kaum erwähnt. Und ich kann mir wieder vorstellen, dass eben genau diese Vorgehensweise vielleicht auch manchmal für die Medien nicht spannend genug ist. Ja, das ist sondern leider so. Dieses Sensations-, diese Effekthascherei, sage ich mal, dass die auch gebraucht wird. Wobei ich auch immer wieder unterstelle, sage ich mal, dass die, gerade was die palästinensische Seite angeht, ja, da werden doch die Sachen vorgegeben. Kann denn ein Journalist überhaupt selber agieren? Hat er denn die Möglichkeit, das überhaupt auf Wahrheit zu prüfen, gerade auf palästinensischer Seite? Ja, also auf jeden Fall ist es den Nachrichtenredaktionen möglich, über Ursache und Wirkungszusammenhänge zu berichten. Und es ist auch den Zeitungen möglich, die Überschrift auszuwählen. Und wenn die Tendenz dahin geht, wie eben jetzt hier einmal bestätigt und ansonsten weitgehend zu beobachten, die Headline, die Überschrift oder auch die Reihenfolge der Argumentation in der Regel so zu gestalten, dass erst die israelische Seite im schlechten Licht dargestellt wird und dann sozusagen die Ursache, die zu einer Reaktion Israels geführt haben, entweder gar nicht erwähnt wird oder nur am Rand, am Schluss. Mhm. Das ist für mein Dafürhalten tendenziös, das halte ich für problematisch und leider kommt es im Großen und Ganzen zu häufig vor. Ja, vielen Dank, Harald, vielen Dank. Liebe Zuschauer, hat Israel den Krieg der Bilder verloren? Unser Nachgucker. Es wurde deutlich, welche Suggestivkraft Symbolbilder besitzen. Und solche Aufnahmen werden von der Hamas auch nach Kräften inszeniert, um die gewünschte Wirkung zu entfachen. Eine gewissenlose und menschenverachtende Manipulation, von der Kommunikationswissenschaftler Rolf Behrens zu berichten weiß.
trotz dieser von mir so bekannt ist, dass die Hamas den Krieg, den sie jetzt führt, führt sie eigentlich, um die Bilder zu kriegen, die die Weltgemeinschaft und die Weltöffentlichkeit gegen Israel aufbringt. Die Hamas braucht die Bilder von toten Frauen, Kindern, Verletzten, von Zivilisten, die zu Schaden kommen. Die Hamas braucht diese Bilder und sie inszeniert auch. Sie hat ihre Mittel und ihre Wege, an diese Bilder zu kommen. Hier sehen wir Aufnahmen eines vorgetäuschten Trauerzuges. Die vermeintliche Leiche fällt versehentlich von der Bahre und ist auf einmal in der Lage, aufzustehen und ihren Liegeplatz wieder einzunehmen. Solche Inszenierungen finden häufig statt, sodass sich dafür mittlerweile der Begriff Pallywood gebildet hat. Die Palästinenser präsentieren sich mit eindrucksvoller Hingabe als unschuldige, schlimm misshandelte Opfer. Geschickt wird das eigene kriegerische Handeln vertuscht. Indem die Hamas die alleinige Macht über die Bilder hat, kann sie festlegen, was gesendet werden darf und was nicht. Mit massivsten Drohungen verhindert sie Aufnahmen eigener militärischer Aktionen. Israel hat diesen Krieg der Bilder längst verloren, schon sehr, sehr lange. Und das ist ganz klar. Ein Stein gegen einen Panzer, das ist ein grauenvolles Bild, dass dahinter Schützen stehen, die ja nicht gezeigt werden, die nicht gedreht werden, das ist eine ganz andere Sache. Menschliche Schutzschilde sehen sie nicht. Die menschenverachtende Politik der palästinensischen Seite, der Hamas, ist nicht im Bild festgehalten. Insofern sehen sie nur das Ergebnis. Palästinensische Kameraleute sind immer dort gut platziert, wo eindrucksvolle Opferbilder zu erwarten sind. Kaum läuft die Kamera, beginnt die Action. In der Hoffnung, dass die Gegenseite irgendwann massiv gegenreagiert. Harald, kann man denn auch mal ein bisschen provokativ sein und sagen, nutzt denn nicht auch Israel die Medien für ihre Zwecke? Ja, die Frage ist berechtigt und die Gefahr mag bestehen. Aber ich möchte auf zwei ganz grundsätzliche Unterschiede aufmerksam machen zwischen der israelischen Berichterstattung und der arabisch-muslimischen Berichterstattung. Mhm. Das eine ist, Israel ist eine Demokratie. In Israel gibt es Meinungsfreiheit. In Israel gibt es ein breites Spektrum von Medien, unterschiedliche Ausrichtung. Und dadurch ist auch der innerdemokratische, das Korrektiv gegeben innerhalb der israelischen Gesellschaft und Berichterstattung. Und wenn da in einer missbräuchlichen oder tendenziösen Weise einseitig Bericht erstattet wird, und das passiert ja auch in der Gesellschaft und in der Nachrichtenlandschaft, dann gibt es immer die andere Seite, die das aufdeckt, die das kritisiert, die das hinterfragt. Ganz anders als in der arabisch-muslimischen Welt an dieser Stelle. Das ist das eine. Das zweite ist, die israelische Gesellschaft, wie auch die westliche Gesellschaft insgesamt, hat an der Stelle ein ganz anderes Wahrheitsverständnis als die arabisch-muslimische Welt, das habe ich ja vorhin beschrieben, die praktisch die Erlaubnis, ja fast die Verpflichtung, manipulativ tätig zu werden, wenn es der Sache dienlich ist. Mhm. Ja? Und es wird immer wieder gemacht, nur um ein Beispiel einzuflechten, die arabischen Führer sprechen oft in Englisch andere Botschaften aus wie auf Arabisch. Das ist erlaubt, das ist Teil der Kultur, das ist legitim, vor allen Dingen, wenn es der Sache dient. Ja? Und hier haben wir im Westen durchaus ein unterschiedliches Wahrheitsverständnis. Und mein Appell an die Medien ist dieses Wahrheitsverständnis, die ethnischen Grundlagen, die journalistischen Grundlagen, noch schärfer und besser, als es üblich ist, anzuwenden, wenn es darum geht, Nachrichten aus arabisch-muslimischer Quelle zu beurteilen. Und dann eben auch die israelischen Informationen, die zur Verfügung gestellt werden, in einem anderen Licht wahrzunehmen und besser zu nutzen, als es gemeinhin der Fall ist. Also eine reine Oberflächlichkeit in der Berichterstattung ist gar nicht machbar, weil man muss sich wirklich auch in die Kulturen auch hineinversetzen, auch in die Situation vor Ort. Also wenn man seinen Job ernst nimmt als Journalist, dann nicht. Diese Informationen, die wir auch heute in der Sendung erhalten haben, wie können wir sie für uns nutzen? Was haben wir denn noch für Möglichkeiten, besondere Informationsquellen uns anzuschauen? Gibt es da noch Alternativen? Ja, also ich denke und ich hoffe, dass unsere Zuschauer an dieser Stelle sensibilisiert werden, Nachrichten mit anderen Augen zu lesen und zu hören. Dass diese Informationen, die heute hier weitergegeben werden, dazu dienen, kritischer das, was berichtet wird, zu überprüfen. Und dann zweitens hoffe ich sehr und wünsche mir natürlich sehr, was du schon angedeutet hast, dass die Möglichkeiten, die es gibt, sich zu informieren, besser genutzt werden. Ein Beispiel, die Homepage der israelischen Botschaft. Praktisch zu allen Themen, die in der Tagespresse
in den Tagesnachrichten zur Sprache kommen, gibt es eine Stellungnahme auf dieser Homepage. Mhm. Kann nur empfehlen, darauf zu gehen und nachzulesen, wenn man wirklich Interesse daran hat, selbst sich ein ausgewogenes Bild zu machen. Ja? Mhm. Wer daran kein Interesse hat, der braucht es nicht zu tun. Aber wer daran interessiert ist, bitte nutzt diese Möglichkeiten. Mhm. Es gibt eine Menge andere Informationsquellen, Bücher und Hintergrundinformationen und Homepages und Zeitungsartikel. Zum Beispiel auch unsere eigene Homepage, das möchte ich mal so selbstlos sagen, israelaktuell.de. Da gibt es immer wieder auch Stellungnahmen zu aktuellen Themen im Nahen Osten, in Israel. Unsere Zeitung, die regelmäßig veröffentlicht wird, berichtet und gibt Hintergrundinformationen. Also wer will, kriegt auch das breitere Bild und bildet sich da auf dieser Grundlage hoffentlich dann eine ausgewogenere Meinung, als es in der Regel durch die Berichterstattung der Massenmedien möglich ist. Und unsere Zuschauer haben den Vorteil, sie erhalten diese Informationen auch hier gleich bei uns und natürlich auch auf unserer ISIS Monokel Homepage. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir kommen an dieser Stelle zu unserer heutigen Buchvorstellung. Ulrich W. Sahm, Nahostkorrespondent aus Israel, hat ein Buch herausgebracht, Alltag im gelobten Land. Ganz neu erschienen beim Nachrichtensender NTV. Harald, kannst du was zu Ulrich W. Sahm sagen? Ja, also Herr Sahm ist einer der profiliertesten Journalisten im Nahen Osten und aus meiner Sicht einer von den ausgewogensten. Mhm. Ich schätze ihn sehr in seiner Arbeit und auch sehr in dem, wie er sich persönlich verhält in diesen spannungsvollen Dingen, in denen er da beruflich engagiert ist. Sein Buch erlaubt einen tiefen Einblick in das Alltagsleben in Israel. Leser und Leserinnen haben Gelegenheit, aus der Insider-Perspektive heraus zu verstehen, was Leben in diesem nahen und doch so fremden Nachbarland antreibt und hemmt. Ganz interessantes Buch, liebe Zuschauer. Schauen Sie es bitte an. Ich kann es auch nur empfehlen. Alltag im gelobten Land. Die Darstellung der palästinensischen Autonomie als Widerstandskämpfer und Opfer ist in den Medien ein immer wiederkehrendes Thema. Die Tendenz zur unsachlichen Berichterstattung führte europaweit zu einer anti-israelischen Diskussion, welche sich allerdings erst entwickeln musste und keineswegs von Anfang an vorhanden war. Mit dem Ölembargo von 1973, welches die arabischen erdölexportierenden Länder über westliche, israelfreundliche Staaten verhängten, erkannte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ihre Abhängigkeit vom arabischen Öl. Die Gemeinschaft legte am 6. November 1973 eine Resolution vor, welche einer pro-arabischen Politik entsprach. In dieser Resolution wurden die Araber in Israel zum ersten Mal von europäischer Seite als palästinensisches Volk benannt. Diese Resolution diente dazu, die Legitimität, die Geschichte und die Rechte eines palästinensischen Volkes zu erschaffen und eine neue europäische Solidarität zur arabischen Politik zu fördern. Im Gegenzug erhöhten die arabischen Länder ihre Erdöllieferungen an die europäischen Staaten. Mit diesem Tauschhandel hatte sich die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft dazu verpflichtet, in die anti-israelische Politik der Araber einzulenken. Kritik an einer Islamisierung Europas und der in erster Linie arabischen Diffamierung Israels war von nun an nicht mehr politisch korrekt. Allerdings sehen Politiker und Journalisten in dem euro-arabischen Dialog einen Import von antizionistischen, antisemitischen und antiamerikanischen Gedankengut in die europäische Gesellschaft. Viele beobachten zudem mit Besorgnis den Zuwachs einer radikalen islamistischen Szene, welche in Opposition zur ursprünglich jüdisch-christlichen Wertegesellschaft der westlichen Nationen steht. Es erschreckt mich, denn es ist eine Bedrohung für jeden hier in Brüssel. Es ist wichtig zu wissen, dass Brüssel, gewissermaßen Europas Hauptstadt, innerhalb von 10 bis 15 Jahren islamisiert sein wird. Die muslimische Gemeinschaft integriert sich nicht in unsere Gesellschaft, sondern unsere Gesellschaft passt sich an die Anforderungen des radikalen Islam an. Das Editorial der internationalen Studie zum europäisch-arabischen Dialog Eurabia lässt verlauten, die Vorbedingung für jede wirtschaftliche Vereinbarung mit den Ländern der Arabischen Liga machte in Europa die Schaffung eines für die Araber günstigen Meinungsklimas nötig. Wenn sie wirklich mit der arabischen Welt kooperieren wollten, mussten die europäischen Regierungen und politischen Leiter
eine Verpflichtung eingehen, gegen die Verunglimpfung der Araber in den europäischen Medien vorzugehen. Im Jahre 2006 rief die Organisation der Islamischen Konferenz dazu auf, dass muslimische Industrielle sich in westliche Medienunternehmen einkaufen sollten, um Einfluss in der öffentlichen Meinung zu gewinnen. Eben diese Organisation der Islamischen Konferenz, welche kurz nach dem Sechstagekrieg gegründet wurde, sprach sich 1974 für den Einsatz aller zur Verfügung stehenden Mittel aus, um das ihrer Meinung nach besetzte Land Israel zu befreien. Zudem rief die Organisation zur Unterstützung der pro-palästinensischen öffentlichen Meinung in den westlichen Ländern auf. Die Historikerin und Autorin der internationalen Studie zum europäisch-arabischen Dialog Eurabia, Bat Yeor, sieht in dem euro-arabischen Dialog eine Strategie islamistischer Gruppierungen, die europäische Wertegesellschaft mit einer islamischen Vision dieser Gesellschaft in Einklang zu bringen. Da die europäische Gesellschaft in ihren Ursprüngen mit dem jüdischen Erbe verwurzelt sei, könne dies nur durch die Verleumdung Israels und somit durch die Verleumdung der eigenen Geschichte und Identität erfolgen. Die gesamte Eurabia-Politik konzentriert sich darauf, Europa mit der muslimisch-arabischen Welt zu vereinen, während gleichzeitig die Verbindungen mit Israel und den geistlichen Wurzeln unterdrückt werden. Ja, interessant. Ich hoffe, wir haben heute mit unserer Sendung in diesem Mediendschungel mal uns so ein bisschen durchgeforstet und haben mal ein bisschen was ans Licht gebracht. Wie siehst du das? Ich hoffe sehr, dass Sie, liebe Zuschauer, von dem profitiert haben, was wir hier Ihnen nahegebracht haben. In dem Sinne möchten wir uns von Ihnen verabschieden, wünschen Ihnen alles Gute, Gottes Segen und Shalom. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.